Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Farm Manager 2018 hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und mein Urlaub ist zu Ende. Ach, da warten sie drauf, okay. Und hier, ah ja, warten sie auch drauf. Gut, okay, also da kommt er dann vorbei und sorgt dafür, dass wir neue Kühe bekommen. Und wir haben natürlich am Schluss festgestellt, dass wir die falsche Milchverarbeitungs- oder den falschen Milchverarbeitungsbetrieb aufgebaut haben. Die haben aber schon ein bisschen was eingelagert, also die bauen schon ein bisschen, aber ziemlich kannst du eigentlich doch. Nee, wie ist denn das jetzt? Oh, jetzt habe ich alles verstellt. Verdammt. Ja, bis 0, bis 0, bis 0. Ja, nehmt euch so viel wie geht. So. Müsste doch alles mit 20% müsste gehen, oder? Mit 22. 5 Produkte? Bei 5 Produkten 100 durch 25, ne? Das wäre 19. Warum auch? Naja, egal. Unser Paronungsfehler. So, 299 Erdbeeren wurden geerntet. Achso, eine Erdbeerernte war noch im Gang. Dann müssen wir mal verkaufen, würde ich sagen. Gehen wir mal an den Markt und verkaufen etwas. Und zwar die Tomaten, Gurken, Okay. Erdbeeren auf jeden Fall, obwohl der Preis gerade tierisch im Keller ist. Was haben wir hier noch? Apfelsaft haben wir hier noch. Da ist der Preis schön hoch, das geht. Tomatensaft nicht unbedingt, aber verkauft kriegen wir es trotzdem. Kuhmilch, da haben wir genügend. Ziegenmilch, ja komm, da ist ja welche im Lager dort. Ein Teil haben wir erfüllt, wir müssen jetzt nur noch das richtige Dings bauen. Dingsbums bauen, Schafsmilch. Jo, Schafswolle, na gut, Gott. Oh, das bringt ja gar nicht mal so wenig. Maismehl haben wir auch jede Menge. Blütenhonig. Hühnereier. Roggenmehl. Weizenmehl. So, wir müssen ja unseren Fehlbau, den müssen wir natürlich wieder. Oh, hier Mist, da können wir ja nicht mal auch mal einmal. Kann ich da einmal alles verkaufen? Warte mal, wir lassen mal. Lassen mal 5000 da. Hey, wo die Zahl durch eine 3 ersetzen? Geht nicht. So, verkaufen. So, wo haben wir noch? Das können wir aber auch denn damit einbauen. Das haben wir ja damit dazu gegeben. Weizen haben wir noch. So, Märtchen haben wir noch, aber die werden ja hier als Saft verarbeitet. Da müssen wir nochmal nachgucken nachher, wenn dann die weg sind. So, wie sieht es hier aus mit den Gurken? Noch 9 Tage. Hier ist eine Ernte fertig. Hier, da unten ist auch eine Ernte fertig. Oh, was ist das? Gras. Oh, das erste Mal Gras von dem neuen Feld. Mit Maschine. Das ist natürlich. Oh, ich hätte die Maschine vielleicht mal durchreparieren sollen. Naja, gut. Gibt es da eigentlich irgendeinen. Später eine Werkstatt, die man bauen kann oder so? Habe ich noch nicht gesehen. So, und hier können wir eine Ernte durchführen. Von Hand natürlich. So. Ab dafür. Gut, Kuhstall, Kuhstall haben wir wann? Jetzt bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir müssen bloß den Milchverarbeitungsbetrieb hier denn einmal in eine große umwandeln. Was kostet denn eine große? Bauen. Fabriken. Milchverarbeitungsbetrieb, der kostet 400.000. Die haben wir gebaut, ne? Kleine, ja. Kostet 43.000. Kostet ja gerade mal so ein Zehntel, also. Okay. Gibt es das hier in der Fabrik für Tiefkühlung, Schlachttuch und Saftfabrik? Naja gut, das werden wir alles noch kennenlernen. Gut, also wir müssen theoretisch dann irgendwann mal 400.000 zusammen haben, damit wir dann die... Oh, ah, da ist auch schon eine Weile beschäftigt drauf, glaube ich. Unser Leopold Kant. Luitpold. Ah, nicht, dass der jetzt hier noch anfängt, philosophisch zu werden. Gut, wie sieht es denn generell aus mit den Äckern? Hier sind Sonnenblumen in 81 Tagen fertig, hier sind 61 Tagen fertig, 88 Tage. Ja, also die Erntemaschinerie, die wird da dann durchaus zwischendurch haben wir nämlich auch noch, dass wir hier ganze Obstgelumpen, ne? Die Kirschen kommen als erstes, alles klar. Okay, Schulung beendet, industrielle Verwaltung, alles klar. Dann können wir ja weiter schulen. Workshop für Karnickelzüchter, nee, das wird man erstmal nicht, Bankwesen auch nicht. Vorbeugung von Tierkrankheiten, Vorbeugung von ergonomischen Räumen, nö. Alles erstmal nicht so wichtig, dann nehmen wir hier den, ach komm, nehmen wir, nee, ja, hier, okay, Pilze vorbeugen. So, könnt ihr schon mal durchaus alles schulen. So, was ist hier für eine Ernte 4? Ablehnen. So, was ist hier? Erstelle ein Feld mit einer Mindestgröße von, wie lange habe ich dafür Zeit? Bis zum 11.07. Der ist in einem Monat. Werde ich dann bis dahin noch Felder erstellen? Ja, werde ich. Ich werde einfach mal sagen, dass ich hier
zwei Felder noch anbaue, brauche ich noch für zwei weitere Früchte. Und dann muss ich noch irgendwann Maschinen kaufen. Aber ich habe das ein mädrischer, na doch, ein Häcksler, ne? Aber ich habe das breitere Schneidwerk habe ich schon gekauft, oder? Ich hoffe einfach. Das werden wir sehen bei der Ernte. Das könnte sein, dass wir da nochmal in Hektik verfallen. Was steht denn hier oben? Hier oben steht Spritzanlage, Sämaschine, Sämaschine und noch ein Spritzer und ein Tierenpaar zur Fortpflanzung. Ja, dann, ne? Da nochmal? Ach, die warten immer noch drauf. Ja, das ist natürlich sehr interessant. Wahrscheinlich wird er nicht kommen. So, ah, hier ist Gurkengewächshaus. Das können wir jetzt ernten. Nein, natürlich nicht. Ich wollte ernten. Du und du. Arbeiten. So. Gucken wir hier weiter. Das ist kultiviert und nichts ausgesät. Okay, das ist kultiviert und nichts ausgesät. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir doch mal Gurkensamen rein. Du, du und du. Zack. Und hier machen wir das gleiche. Also, erstmal auswählen, was wir haben wollen. Gurkensamen. So. Du. Und von mir aus. So. Hier sind bereits zur Fortpflanzung. Wohl nur schon wieder. So. Das ist ganz viel Liebe unter den Tieren. So, und hier müssen wir natürlich dann einmal mit Maschine und so, den Sammelrechen alles auf Würstchen legen. So. Die Frage, ob das überhaupt alles eingelagert wird. Oh, da sind bloß noch 910 Kilo drin. Ne? Gut, Stroh, Gärfutter. Ja, okay. Okay, okay, okay. Pilz auf dem Feld. Anzeigen. Das ist nicht gut. Das müssen wir bekämpfen. Hier. Auswählen gegen Pilze. Nee, nicht von Hand, von Maschine. Aktor, Friedhelm und Feldspritze für Obstanbau. Nein, Feldspritze. Arbeiten. So. Davon habe ich zwei Stück. Naja, gut, okay. So, gut. Wir werden jetzt erstmal noch die Felder ansetzen, weil das ist jetzt wirklich wichtig. Dann kriegen wir wenigstens den Punkt dann noch. Wird los. Was geht da los, ne? Nee. Mist. Geht wirklich da los, in der Ecke. Eins. Straße. Keine Ahnung, gibt es irgendein... Vielleicht gibt es noch irgendwas, dann später eine... Wie heißt das doch gleich? Warum sieht man das hier drauf eigentlich nicht? Was? Achso, da wächst, das ist ziemlich klein. Ah, Sonnenblumen. Naja, gut, okay. Das sieht man natürlich echt schlecht. So. Wenn man so und so viel Kilometer Straße schon gebaut hat... Ja, schönes Muster eigentlich hier. Schönes Schachbrettmuster. Dann haben wir hier nämlich für 8 Pflanzen. Ich denke mal, das sollte sich denn besser ausgehen. Da können wir nämlich dann noch dieses... Opine noch mit drauf nehmen und noch irgendwas. Was man ab und zu mal braucht halt. Oh. Hier können wir ernten. Nee. Gut. Wir können auch die machen hier. Die sind dafür da. So. Gut, dann ist hier erntete Erträge. Ach ja. Apropos geerntete Erträge. Habe ich die eingucken, natürlich komplett vergammeln lassen wahrscheinlich. Ah ja, es ist doch ein Viehzeugtreiber ist nicht beschäftigt, okay. Habe ich echt einmal Gurken vergammeln lassen, ne? Und Tomaten habe ich auch vergammeln lassen. Ah, ich wollte regelmäßig nachgucken, ne? Naja, gut. So, wie sieht's aus mit den Kirschen? 35 Tage noch. Da werden ja auch sehr viele Leute dann für die Ernte gebraucht. Achso, und hier müssen wir natürlich noch dann einsammeln, Mensch, sonst geht das. Sag doch einer was, damit wir da Gras haben. Erst mit der Kuh weg Gras holen. So. Da haben wir die Erdbeeren fertig. Gut, wir warten noch, bis die Gurken fertig sind und dann verkaufen wir Erdbeeren und Gurken an einem Tag. Frage ist, in das Kühlhaus kommen noch eigentlich die ganzen... Ja, ach hier, guck mal, da haben wir schon 400 Stück Käse, 200 Stück Butter, 300 Stück, 300 Stück... Oh. Kann man da nicht schon mal richtig Geld mitmachen?
Mit diesem ganzen Käse. Butter. Oh, der Butterpreis ist pro Stück ganz schön hoch, ne? Aber macht ja nichts. So. Gelber Kuh mit 21, der Stückpreis, sehr gut. Käse aus Kuhmilch. Auch kein schlechter Preis. Ziegenkäse. Aber noch hier nochmal Ziegenkäse. Das ist doch schön. Das ist gut. Hier ist was Kuhmilch. Können wir auch noch verkaufen. Das bringt gut Geld, ja. Damit kann ich leben. Tiere sind bereit zur Fortpflanzung. Und hier die Paprika müssen wir verkaufen. So. Anzeigen. Ah ja, jetzt sind die Gurken geerntet. Dann müssen wir die gleich mal verkaufen hier. Da. Und die Erdbeeren wollte ich auch verkaufen. Oh, die sind aber gut, die stiegen im Preis. Sehr schön. Was? Oh, jetzt drauf geklickt. Verkaufen. Erdbeeren. Alle verkaufen. Gurken alle verkaufen. Tomatensaft alle verkaufen. Das ist Outlook-Handel 0. Blütenhonig, Butter. Nee, Gärfutter nicht. Gelber Käse, Gurken kann immer gleich weg. Hühnerei kann weg. Käse. Humus kann nicht weg. Verarbeiten wir ja. Maismehl kann weg. Schafswolle kann weg. Weizenmehl kann weg. Ziegenkäse. Ziegenmilch nicht. Apfel nicht. Birnen nicht. Buchweizen, Honig, ja, haben wir aber nicht. Von mir ist keine Erdbeere auch gleich weg. Da machen wir mal nichts weiter draus. Ja, aus dem Rest machen wir noch was. Hier Tomatensaft noch. Zack. Stell hier ein, ab welcher Menge der Überschuss verkauft werden soll. Häufige. Aber einmal pro Monat. Kann ich das irgendwo umstellen hier einmal pro Monat oder? Keine Ahnung. Also jetzt haben wir Autoverkäufe erstmal aktiviert. Die sollten dann immer regelmäßig uns irgendwelches Geld einbringen. Ich hoffe nicht, dass ich mein ganzes Gearfutter jetzt verkauft habe. Nein. Gut. Wir haben 15.000. Was? Hoppala. Jo, das ist hier mal gar nicht mal so wenig. So, dann können wir hier noch ein Feld reinmachen. Das machen wir jetzt auch mal schnell gleich noch, wenn wir schon einmal dabei sind. Zack. Piccadilly, so. Gut. Das können wir da eigentlich schon. Geht das Geflügel eigentlich verloren, wenn ich das jetzt flüge und kultiviere? Weiß ich nicht. Das können wir einfach mal probieren, ne? Ob das über Nacht. Ich glaube, es geht verloren. Aber probieren kann man es trotzdem mal. Haben sie wieder so ein bisschen was zu tun. So. Nee, mit dem Trigger nicht. So. Dann ist eine Schulung abgeschlossen. Sehr schön. Und hier ist wieder Liebe im Stall. Liebe ist im Stall. So. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte. Was wollte ich hin? Ihr macht das jetzt. Moment. Ich muss ganz kurz Liebe im Stall. Das haben wir geguckt. Ja, habe ich vergessen, was ich jetzt wollte. Besser verwirrt. Gut. So, hier. Das Kultivieren nochmal in Angriff. Nee, du nicht. Kaufen wir nochmal irgendwo einen Stall, wo wir die einsetzen können einfach. Kaufen wir für die Dame einfach nochmal einen Hühnerstall oder so dazu. Insekten auf dem Feld. Ach, Schule wollte ich machen. Jetzt. Achso, wo sind die Insekten? Insekten, da. Auswählen gegen Insekten mit Maschine. Nee. Du und Feldspritze arbeiten. So. Da rennt ein Viech einfach über meinen Acker. Na gut. Hier oben Schafstall. Haben wir da eigentlich schon die größeren? Weiß ich nicht. Aber Kuhstall brauchen wir eigentlich keine größeren mehr. Wir könnten natürlich jetzt gucken, ob wir so einen mittleren Hühnerstall noch irgendwo unterkriegen oder einen größeren. Mal Viehzucht. Wir hätten auch schon den großen Hühnerstall. Oh, das ist aber ein gutes Areal, was der einnimmt. Böller die Waldfee, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Wäre sogar hier zu gucken. Ja, aber hier passt der dann. Mit dem so dreht mit dran, ne?
Müssen wir doch mal eine Straße dazwischen hoch. Einfach weil ich die Straße da haben will. So. Damit das da voneinander abgegrenzt ist und dann bauen. Bauen da. Hühnerstall in ganz grob. Wir haben noch ein paar mehr Eier. Habe ich die? Die habe ich hoffentlich im Auto verkauft. So. Das könnte jetzt ein Tick zu weit unten gewesen sein für die Straße. Nee, macht's noch. Na? Eieiei, jetzt hat er aber überlegt. So, gut, also er überlegt schon wieder wie wild. Wir haben an einer Ernte fertig und das geht hier oben los mit dem Mais. Und diesen Mais werden wir auch wunderschön mit dem Mähdrescher und dem Leopold und dem Mais für 9 Meter Traktor, Mia und Kastenanhänger und dann ab dafür. Dann ist er dann eine ganze Weile beschäftigt. Gut, also in der nächsten Folge haben wir dann den Erntestress. Hier zieht ein bisschen was oben und auf. Wir haben hier nochmal einen großen Hühnerstall. Ich denke mal, ich werde den Kleinen einfach dafür opfern. Die Viecher alle darüber und die Hühner da rein. Ich muss mal gucken. Vielleicht kann ich denen auch wegreißen hier, weil ich glaube, dass hier mit den Putänen, das bringt ja überhaupt nichts. Ach Quatsch. Die werden wir einfach alle verkaufen. Hier im Gebäude 2. Oh, 0. So. Dann gucken wir hier einfach mal. Dann können wir nämlich hier 3 Mitarbeiter. Und wie viele sind hier drin? Betreuer 2. Rücksetzen, zurücksetzen. Hier. Betreuer auswählen. Achso, dann haben wir wieder 1 zu viel, ne? Ja, 1. 2. Dann haben wir kein zu viel. Dann gehen wir jetzt mal von hier aus. Tiere verlagern. 20 Stück. Großen Hühnerstall. So. Da leben dann ein paar Tiere drin. Ein paar Hühnerchens. Die werden noch mehr, bis zu 100 Stück. Und hier können sie wieder bis 30 werden. Und dann ist alles gut. So. Und ja, der Erntestress geht los. Genau das ist es ja jetzt, was passiert. So. Gut. Das soll es aber erstmal gewesen sein für heute. Wir sehen uns wieder in... ich weiß, sagen wir dazwischen liegen, ich glaube 4. Wird jetzt auch so bleiben. Ja. Und da haben wir 1920 mal Mais runtergeholt. Sehr schön. Hä? So, noch drauf. Oder ist das jetzt ein geerntet? Ne, das ist noch drauf hier. Hä? Okay. Gut. Ja, da sind jetzt Tiere dabei, die zu wenig Nahrung haben. Aber das sollte sich jetzt demnach oder demnächst dann bessern. Also hier sind ja dann Betreuer drauf. Und vielleicht stirbt auch das ein oder andere Huhn raus. So, was haben wir hier? Nehmen wir einen Kredit auf. Ist das für eine doofe Aufgabe? Da wollen wir nicht. So, gut. Also dann. Ich bin weg. Ich wünsche euch noch einen schönen Restfreitag. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst. Bis dann. Tschüss.